Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Freunde, heute geht's weiter mit Smokies und zwar einer der alten Line. Heute geht's um den Smokies Green Apple, meine Freunde. 200 Gramm, 17,90 Euro. Ready to smoke das Ganze. Hier könnt ihr den Schnitt sehen. Ja, mittlerer bis feiner Schnitt da. Und ich muss sagen, bei dieser Produktion war der Tabak top, ja. Keine überschüssige Molasse, Molasse sehr, sehr gut aufgenommen und nicht wie bei dem letzten komplett der Zipper versifft. Ja, Freunde, wir kommen gleich mal zum Geruch. Ich habe ja einige Nachrichten bekommen. Teste mal den Smokies Green Apple, soll der beste auf dem Markt sein. Schauen wir mal. Was ein Geruchsbrett. Also ich muss hier nicht meinen kompletten Zinken reinhalten, um heftig abzugehen, Freunde. Ein, oh Gott, ein süßlich spritziger grüner Apfel. Die Gottheit persönlich. Meine Fresse, riecht der geil. Oh shit. Also wo ich das erste Mal dran gerochen habe, Dose aufgemacht, Tabak rein und dann gerochen, dachte ich mir so, Digga, was ist das denn? Sehr muffig hat es gerochen, aber jetzt, der Tabak hat sich ein bisschen akklimatisiert, Freunde, Überbrett. Kein Anis, kann ich jetzt schon mal sagen. Oh. Ja, Freunde, wir kommen mal zum Setup. MIG Amur, gepaart mit der G36, Hasan Pasha Tonkopf, Hasan Pasha 1.0, 3 Tonke Kocha Goldkohlen und dem Magic Glass Candy Apple Fineline. Ihr wisst Bescheid, Mundstück. Ja, Freunde, wir kommen gleich mal zum Rauch. Das Ganze raucht sehr, sehr gut. Drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr, sehr entspannt rauchen. Verträgt sehr viel Hitze, muckt gar nicht rum, lässt sich ultra entspannt rauchen. Ja, sehr weich der Rauch. Ihr habt überhaupt gar keine Mucken bei dem Tabak, ja? Manchmal ist es ja so, dass er anraucht und es drückt ein bisschen, dann braucht er ein bisschen Zeit, dann braucht er mehr Hitze. Aber der Smokies hier läuft richtig lecko mio, Freunde. Beim Einziehen spürt ihr fast gar nicht, dass ihr raucht, ja? Das Ganze ist so weich und so entspannt zu rauchen, dass ihr denkt, Digga, kommt hier überhaupt was? Und dann pustet ihr aus und denkt euch so, oh ja, Digga, ich bin angekommen. Ja, dann probieren wir mal noch ein paar Ringe. Oh yes, baby. Ja, Freunde, wir kommen mal zum Geschmack. Ja, und Geschmack ist etwas krasser, möchte ich sagen. Also hier habt ihr meiner Meinung nach wirklich einen grünen, süßen Apfel. Ihr habt diese süßliche Note, diese spritzige Note und was ganz, ganz leicht mehliges, was bei den grünen Äpfeln halt so ist, wenn ihr die esst. Ja, ich bin gegen Äpfel allergisch. Früher habe ich aber welche gegessen und habe dann gemerkt, oh, Digga, irgendwie geht das nicht ganz so klar hier. Aber so muss ich sagen, dieser Smoky Green Apple, sehr, sehr authentisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe von vielen gehört, der soll lecker sein. Und ich muss definitiv sagen, der ist ein richtiges Brett. Achtung, Freunde, jetzt noch ein bisschen Minze dazu. Ja, ihr wisst Bescheid. Minze muss noch mit rein. Dann ist der todeslecker. Aber pur kann man den auch definitiv rauchen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den schon geraucht habt. Wie er euch geschmeckt hat. Wie er vom Geruch war bei euch. Ja, ob ihr vielleicht am Anfang auch diese leicht muffige Note hattet. Aber so, meine Freunde, 200 Gramm, 17,90 Euro gibt es hier definitiv von mir eine Kauf- und Probierempfehlung. Ja? Der ist richtig, richtig gut. Ich muss auch dazu sagen, so einen einzelnen Apfeltabak ohne Anis habe ich auch lange nichts geraucht, wo ich sage, okay, der ist richtig lecker. Und der Smokies Green Apple überzeugt definitiv. Ja, Freunde, und in diesem Sinne war es auch schon wieder. Kurzes, knackiges Ding heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, ich bin draußen. Gönnt mir noch das schöne Köpfchen. Vielleicht ziehe ich mir auch noch einen rein. In diesem Sinne, ich bin draußen. Haut rein, euer Shigashmidi.